Komm, wir ändern mal den Radiosender hier. Empire Classic. Delta Radio. Nee, gibt's auch irgendwo Musik? Radio aus, Empire Central. Ich habe die Musik extra ein bisschen leiser gemacht. Weil man weiß ja nie, ich bin zwar in einem Netzwerk, aber trotzdem kann es ja mal Probleme geben. Deshalb habe ich das Radio ein bisschen, ja, leiser gemacht. So. Da vorne ist es irgendwo. Noch ein bisschen müssen wir fahren und dann haben wir es. Southport. Oh, ich fahre zu schnell. Wir müssen hier runter. Ach genau, da vorne ist das an der Fabrik. Stimmt. Ich hab's noch im Kopf. Ich weiß es noch. Jetzt müssen wir hier... Erfolgung von Rasa aufgenommen. Was? Leck meine Eier. Was soll... Joa, Rasa, was labert ihr, Alter? Verpisst euch. Alter. Jetzt hab ich die Bullen natürlich wieder am Arsch. Ja, klar. Oh, verpisst euch. Kann ich die nicht bezahlen irgendwie? Ich würde denen gern Kaution bezahlen oder so, damit die mich in Ruhe lassen. Ah, wisst ihr was? Ich scheiße jetzt mal auf die Bullen. Und zwar, ich gehe jetzt da in das Missionsziel rein. Vielleicht sind ja die Bullen danach weg. Ich hoffe es zumindest mal. Weil ich krieg die so nicht los. Und der Karren raucht schon. Wie bezahlt man Kaution? Das würde mich auch mal interessieren. Ich weiß es nicht mehr. Ja, verpisst euch doch. Was wollen die eigentlich? Nur weil ich ein bisschen zu schnell gefahren bin. Meine Fresse, als ob das so schlimm ist. Aber hier achten die anscheinend drauf. Naja. Wo geht's denn hier rein? Ach, hier vorne. Ah, ich hab ihn abgehängt. Geil. Nein, 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 nein. Ja, ich hab ihn abgehängt. Da fährt er zwar vorbei, aber ich hab meinen Stern wegbekommen. Sehr schön. Geht doch, so schwer war es ja gar nicht. Gerade in der Kurve abgehängt, sehr schön. Hey, mach die Tür zu, es zieht. Was willst du? Tja, ich suche Mr. Pappalardo. Ach ja? Wieso? Ich heiße Vito Scaletta. Mein Vater hat für ihn gearbeitet und ich suche einen Job. Darum bin ich hier. Tja, dann bist du hier richtig, Söhnchen. Federico Pappalardo steht zu Diensten. Du kannst direkt zu mir sagen. Ich glaube, ich kenne deinen Vater noch. Guter Mann, hat nur gesoffen wie ein Loch. Wie geht's ihm denn so? Er ist tot. Oh, naja. Irgendwann müssen wir alle abtreten, oder Steve? Sicher, Derek. Du brauchst also Arbeit, hä? Hast Glück, Junge. Wir haben gerade eine neue Ladung bekommen, die gelöscht werden muss. Steve wird dir alles zeigen. Und jetzt verzieh dich, mein Steak wird kalt. Ja, ja, ist ja gut, beruhig dich. So, folge Steve. Mit. Ja, ja, mal nicht so bruttelig hier, ne, Digga. Chill mal. Wir können das alles regeln. Und zwar in einem normalen Ton. Ja, genau, jetzt kommt die Mission hier mit dem Kistenstapeln auf den kleinen Truck. Ja. Nicht gerade der beste Job, aber egal. Stapel Kisten hier auf den Laster. Wenn du fertig bist, gibt's 10 Mäuse. Wenn was verloren oder kaputt geht, gibt's nix. Jetzt fang an und lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. Dann gibt's nix. Wie eiskalt der ist, Alter. So. Machen wir die Kisten mal auf den Truck hier. Oh, und das dauert immer so lang, Alter. Weil der so langsam läuft, aber... Die Kisten sind halt nicht gerade leicht. Und da sind sie am Schleifen anscheinend hier, an dem Boot. Nee, ist nicht Schleifen, oder? Die raspeln irgendwas weg. Egal, Kiste aufladen. So, da geht's Garagentor auf. Wer fährt denn da rein? Keiner. Ah, da steht mein Wagen noch, sehe ich gerade. Ach so, ich kann rausgehen, genau. Oh, na, das kann ja heiter werden. Egal, wir nehmen mehr mit. Den ganzen Tag Kisten schleppen, verdammt. Ich mach noch die hier und dann gehen wir raus. Es
gibt sowieso nicht mehr Geld, wenn wir mehrere Kisten machen, also ist das relativ egal. So. Okay, das dürfte genügen, würde ich mal sagen. Das reicht. Ab nach draußen. Schon fertig? Ja, fertig. Und das Geld können Sie behalten. Als ich sagte, ich brauche einen Job, meinte ich keine Sklavenarbeit. Wie du meinst, dann verpiss dich, du Penner. Und lass dich hier nie wieder blicken. Ha. Bei Barbaro und Co. kann ich 100-mal mehr verdienen. Warte mal, sagtest du Barbaro? Joe Barbaro? Ja, na und? Scheiße. Niemand, der für Joe arbeitet, würde für einen Apfel und ein Ei Kisten schleppen. Willst du mich verarschen? Komm mal mit. Ja, geh ich nochmal mit hoch zum Boss. Jetzt gibt's wahrscheinlich einen richtigen Job. So wie ich das noch in Erinnerung habe. Und nicht so ein Scheiß hier Kisten schleppen. Was ist denn das? Was ist? Das Jungchen steht nicht auf körperliche Betätigung. Willst du mich verarschen? Sagt, er arbeitet für Joe Barbaro. Blödsinn. Wer würde denn Kisten schleppen, wenn er für Joe arbeitet? Das musst du mir jetzt mal ein bisschen genauer erklären, Söhnchen. Komm, schieß los. Meine Mutter will, dass ich mir eine ehrliche Arbeit suche, aber hier verdiene ich einfach nicht genug. Weiber sind doch alle gleich. Oder, Steve? Sicher, Derek. Bestimmt meint sie, dass Joe ein schlechter Umgang für dich ist, habe ich recht. Meine Mutter war genauso und schau, was aus mir geworden ist. Gewerkschaftsboss. Ich habe das ganze verdammte Hafengebiet unter Kontrolle. Wie geht's Joe? Ich denke mal ganz gut. Wie hast du ihn kennengelernt? Na, wir sind in der gleichen Gegend groß geworden. Ich bin gerade aus dem Krieg zurück und bei ihm untergekommen, bis ich wieder Fuß gefasst habe. Hör zu, du wirst verstehen, dass ein Mann in meiner Position vorsichtig sein muss. Sicher. Dann hast du sicher nichts dagegen, wenn ich Joe anrufe. Nur zu. Habe ich denn seine Nummer? Ah, da ist sie ja. Alter, ich dachte gerade, der knallt uns ab. Was geht hier vor sich? Wir haben schon so geguckt. Er ist vielleicht nicht da. Das wäre gar nicht gut. Hi Joe, hier ist Derek. Hör mal, hier ist so ein Grünschnabel. Wie heißt du nochmal? Vito. Vito. Er sucht einen Job und sagt, er wäre ein Freund von dir. Ein guter Freund. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Aha, okay. Kriegsheld und alles. Gut, alles klar. Danke, Joe. Wir sprechen uns später. Entschuldige, mein Sohn, musste sein. Joe sagt, du kommst gerade aus Italien zurück. Du brauchst ein anständiges Auskommen. Wenn du ein bisschen über Tarif verdienen willst, habe ich was für dich. Die Jungs hier im Hafen sollen eigentlich eine monatliche Gebühr fürs Haare schneiden zahlen, aber die Hälfte von ihnen blecht nicht. Ich brauche jemanden, der ihre Zahlungsmoral hebt. 10 Mäuse pro Mann. Und wenn sie keinen Haarschnitt wollen? Tja, dann musst du sie zu ihrem Glück zwingen. Verstehe. Und wenn einer Ärger macht? Dann schlägst du ihn kurz und klein. Sagen wir, du erteilst ihm eine Lektion, aber so, dass er morgen wieder zur Arbeit gehen kann. Deshalb lassen wir da auch den guten Steve nicht ran. Oder, Steve? Sicher, Derek. Wenn du mindestens 150 eintreibst, gebe ich dir 50. Das ist doch kein schlecht verdientes Geld dafür, dass du an der frischen Seeluft bist und neue Bekanntschaften schließt. Na, wie wär's? Klar, hey, besser als scheiß Kisten schleppen. Okay, dann also los. Ja, Alter, wie der Steve auf einmal abging, ne, wo der Dings, wo das noch nicht klar war, dass wir Joe kennen, ja, und der andere hat da schon die Waffe gezückt, hat die auf den Tisch gelegt, ja, so kann's gehen, okay, gehen wir erstmal zu dem hier, gib mal den Haarschnitt hier. Ich komm wegen der Kohle für den Haarschnitt. Hey, was ziehst denn du hier für eine Show ab? Die, bei der man zahlt und dafür keinen Ärger kriegt. Hast du ein Problem damit? Ich hab ein Problem mit dir. Und jetzt verzieh dich, bevor ich dir eine reinhaue. Na, dann komm her. Schubs ihn um, lass ihn büßen. Jetzt gibt's auf die Fresse. Bra, ba, ba, bam. Batz, batz,
Bats. Boah, voll gegen's Fass, Alter. So, reicht das erstmal? Ja, hast du dein Scheißgeld. Danke. Schön, dass du es dir anders überlegt hast. Geht doch. Mach es einfach, anstatt hier immer... Ja, egal. Komm, du bist der Nächste. Hey, Kumpel. Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Oh ja, muss ich vergessen haben oder so. Das nächste Mal zahl pünktlich, okay? Danke. Und ich sag euch, jetzt kommt gleich ein harter Brocken. Dem gefällt es gar nicht, dass er den Haarschnitt bezahlen muss. Aber das werden wir schon regeln, ja? Hey, Derek will das Geld für den Haarschnitt. Klar, hier, ich will keine Probleme. Nächstes Mal nicht wieder auf den letzten Drücker. Ja, guck, er ist freundlich, er gibt es direkt her und da ist er. Der Große. Hey, Kumpel, Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Hey, Arschloch, ich bin nicht in Stimmung, geh mir aus den Augen, bevor es dir leid tut. Ach, keine Chance, Kumpel. Derek will seine Kohle. Derek kann mich mal. Was soll der Fettsack schon machen? Mich abmurksen? Hey, das hast du gesagt. Warum versuchst du es dann nicht, Arschloch? Ja, dann komm her hier. Bats, komm her, mein Freund. Jetzt gib's auf die Schnauze. Okay, komm. Komm her. Hau den Drecksack um. Alter, wie er immer ausweicht, ey. Bats, komm her, Digga. Jetzt gib's auf die Fresse. Bats! Ah, der liegt schon mal, aber der steht wieder auf. Kein Ding, das kriegen wir gleich geregelt hier. Ja, komm. Bats! Komm, machen wir noch einen Finisher gleich hinterher, oder? Bats! Das war der Finisher. Und? Okay. Hat noch jemand ein Problem damit, seinen scheiß Haarschnitt zu zahlen? Wie sind die Kings hier? Wie sind der King, Alter? Der gute Vito. So, da haben sie sich alle verpisst. Hier laufen sie weg. Bringen das Geld zu Derek. Tja, wenn der Große hier meint, er müsste aufmucken, dann gibt's halt einen, ja? Nur weil er größer ist, heißt das ja nicht, dass er nicht gegen uns, dass er gegen uns eine Chance hat, ne? Wir sind stärker, wir haben's drauf. Hier ist das Geld, Boss. Gute Arbeit. Hier ist dein Anteil. Wie du das mit Bill geregelt hast, beeindruckend. Steve hätte sich beinahe eine blutige Nase geholt, als er sich mit ihm angelegt hat. Oder, Steve? Sicher, Derek. Der sagt immer hier sicher. Ist eine Sondergratifikation. Danke. Dafür, dass du den Kerl zur Raison gebracht hast. Jetzt verschwinde, Jungchen. Ich muss wieder an die Arbeit. Und sag deiner Mama einen schönen Gruß von mir. Sag ihr, du bist ab sofort mein neuer Assistent. Ja, mach ich. Wir sehen uns. Ja, das war ja mal wieder geil hier. Coole Mission, ey. Einfach mal so den Leuten mal eins übergezogen. Das macht doch immer Spaß. Und der Wagen raucht schon toll. Fahre zu Freddy's Bar in Little Italy. Naja, und die schleppen hier weiter Kisten. Können sie gerne machen, ist mir egal. Ich habe auf jeden Fall einen besseren Job hier. Hab den Leuten erstmal fett eins übergezogen. Das macht doch mehr Spaß als ein bisschen Kisten schleppen hier, ne? So. Vielleicht sollte ich eventuell mal dieses Fahrzeug reparieren. Das wäre von Vorteil. Aber ich warte damit noch ein bisschen. Und jetzt ist die Musik ein bisschen lauter als vorher. Ach, keine Ahnung, was ich da schon wieder mache, ey. Ich kenne das Lied überhaupt nicht. So, wo ist denn das? Ach, klar, noch so weit. Immer diese langen Wege, die wir hier fahren müssen. Oh, fuck, langsam fahren, die Bullen sind am Start. Das bedeutet aufpassen. Wie mache ich eigentlich nochmal den Tempomat rein? Ich weiß das gar nicht mehr. Mit M oder so. Nee, M ist Karte.